1907 verließ der Tausendkünstler Koloman Moser die Wiener Werkstätte, um seiner ursprünglichen Berufung nachzugehen. Das war die Malerei. Seine ersten malerischen Versuche waren noch recht realistisch, um nicht zu sagen konventionell. Im Laufe der Jahre hat er aber einen recht ungewöhnlichen Stil entwickelt, nicht zuletzt durch seine Begeisterung für die Malerei Ferdinand Hodlers, des großen Schweizers, was wir in dieser Venus sehen, ist ja eine weibliche Gestalt in einem Stück Textil, welches aber zu einer Muschel stilisiert wurde. Das kennen wir teilweise auch von den römischen Sarkophagen, von jenen Personifikationen des Windes und des Meeres. Also ein klassizistischer Inhalt, wenn man so sagen darf, aber unter Auseinandersetzung mit völlig neuartigen Farbtheorien und Sichtweisen. Klare Konturierungen stehen an der Tagesordnung und ein auratisches Licht, fast solarisierende Lichtverhältnisse in diesen sehr ungewöhnlichen Bildern. Übrigens hat Koloman Moser in Serien gearbeitet, was an sich schon für ein sehr fortschrittliches, ja modernistisches Prinzip spricht.